Willkommen zu deinem Ganzkörper-Morgen-Yoga. Wir wollen heute durch fließende und herzöffnende Bewegungen den Körper langsam aufwecken und auf den Tag vorbereiten, sodass du voller Energie in den Tag starten kannst. Achte immer darauf, dass du dir die Übungen anpasst und keine Schmerzen hast. Und wenn du bereit bist, dann breite deine Matte aus und bis gleich. Willkommen auf deiner Matte. Setz dich in einen bequemen Schneidersitz, richte dich auf, schaffe Länge im Rücken. Entspanne die Schultern und lege deine Hände auf deine Knie ab. Schließe gerne deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug über die Nase. Spür, wie sich dein Brustkorb, dein Bauch hebt. Und atme sanft über den Mund wieder aus. Zieh die Bauchdecke ran. Sitze stolz und aufrecht und dennoch entspannt. Nimm dir die Zeit, um auf deiner Matte anzukommen. Hebe einatmend mit mir die Arme lang über die Seiten nach oben an. Zieh dich in die Länge. Atme aus, Hände vors Herz. Wir starten mit einer sanften Katze-Kuh-Bewegung im Schneidersitz und dafür darfst du deine Finger vor dir ineinander verschränken und eine Faust bilden, die Finger zu dir drehen und deine Handflächen nach außen öffnen. Schieb die Hände, die Arme von dir weg und werde voll und rund. Spann deinen Bauch an. Einatmen, lass die Arme nach hinten kreisen, verschränke diesmal die Finger hinter deinem Rücken ineinander und zieh die Faust nach hinten, öffne dich im Oberkörper, einatmen. Und langsam lösen, bring die Finger wieder nach vorne, verschränke wieder die Finger ineinander, die Handflächen nach vorne, Blick nach unten, atme aus, werde rund. Und einatmen, die Finger wieder hinter deinem Rücken ineinander verschränken. Zieh die Faust nach hinten, öffne deine Schultern, zieh die Faust nach oben. Und lösen. Und noch ein letztes Mal, die Hände nach vorn, Bauch ist angespannt, Blick nach unten, schieb dich weg. Lass die Arme nach hinten kreisen, öffne die Schultern, zieh die Faust vielleicht etwas weiter nach oben, Brust nach vorn. Und lösen, lege die Hände kurz auf deinen Knien ab. Nimm noch einmal einen Atemzug, bevor wir weitermachen mit unseren Beinen. Greife mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger deinen rechten großen Zeh und strecke dein Bein langsam vor dir aus, so weit wie du kannst. Lasse dein Bein gerne gebeugt, wenn du magst. Du musst dein Bein nicht so ausstrecken wie ich. Achte auf jeden Fall darauf, dass du dein Knie nicht überstreckst. Lasse deinen Fuß aktiv, zieh die Zehen zu dir ran, dehne die rechte Beinrückseite. Lasse langsam dein rechtes Bein nach rechts wandern und stütze dich mit der linken Hand links von dir ab. Wir wollen hier noch zusätzlich die Hüftinnenseite dehnen. Bleibe aufrecht im Rücken, nimm einen tiefen, langen Atemzug, halte und lege dann sanft dein rechtes Bein neben dir ab. Lasse dein linkes Bein gebeugt, nimm die Arme lang über die Seiten nach oben und greife erneut mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger deinen rechten großen Zeh und zieh dich lang nach rechts mit deinem linken Arm. Und es ist nicht wichtig, wie tief du sinken kannst, sondern dass du dich lang ziehst und eine Dehnung in deiner linken Flanke spürst. Richte dich langsam wieder auf und kehre zurück in den Schneidersitz. Greife nun mit der linken Hand deinen linken großen Zeh mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger und strecke auch hier wieder langsam dein linkes Bein aus. So weit wie du kannst, wie du magst. Stütze dich mit der rechten Hand neben dir ab. Bleibe aufrecht im Rücken. Schließe gerne deine Augen. Genieße die Dehnung.
Öffne auch gerne hier wieder dein linkes Bein nach links und bleibe weiterhin aufrecht im Oberkörper. Bauch ist fest. Dein Fuß ist aktiv. Stütze dich mit der rechten Hand ab. Und lege dann auch hier wieder sanft dein linkes Bein neben dir ab. Greife wieder erneut deinen linken großen Zeh oder lege deinen linken Arm ab und zieh den rechten Arm lang nach links. Spür die Dehnung in der rechten Flanke. Zieh dich in die Länge. Lasse die Augen gerne geschlossen. Einen tiefen Atemzug hier nehmen. Bevor du dich langsam wieder aufrichtest und dich zurücksetzt in den Schneidersitz. Dann darfst du mit mir auf die Knie. Wir wollen kurz in die Haltung des Kindes. Lasse dafür deine Zehenspitzen aufgestellt und lege deinen Oberkörper sanft auf deine Oberschenkel ab. Zieh die Arme lang nach vorn, deine Stirn ist abgelegt. Einmal tief einatmen. Und schieb dich ausatmend in den ersten herabschauenden Hund. Behalte dir den Abstand bei, den du in der Haltung des Kindes hattest, zwischen Füße und Hände. Trete hier gerne die Füße einmal aus. Schieb dein Gesäß Richtung Decke, mach dich lang, langer und gerader Rücken, Schultern entspannt. Und dann wollen wir hier den Rücken weiterhin mobilisieren. Rolle dafür Wirbel für Wirbel nach vorne in die Plank. Lasse die Hüfte nach unten sinken in den heraufschauenden Hund. Lasse die Zehen aufgestellt. Schieb dich ausatmend zurück in den herabschauenden Hund. Und noch einmal. Atme ein, roll dich nach vorne Wirbel für Wirbel. Lass dir Zeit. Lass die Zehenspitzen aufgestellt. Becken nach unten sinken lassen, Schultern über Handgelenke, schau nach oben herauf, schauender Hund. Atme aus, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Und noch ein letztes Mal. Roll dich nach vorne, ganz langsam. Genieße die Bewegung. Becken Richtung Matte, nicht ablegen, einatmen, heraufschauender Hund. Atme aus, herabschauender Hund. Mache den Hund etwas kleiner, das heißt, laufe mit den Händen zu deinen Füßen, sodass die nächste Übung etwas einfacher wird. Greife mit der rechten Hand entweder dein linkes Fußgelenk, deine linke Wade oder dein linkes Knie und dreh dich hier einmal ein. Schau nach links oben. Genieße den Twist und kehre zurück in den herabschauenden Hund, bevor du dann mit deiner linken Hand entweder dein rechtes Fußgelenk, deine Wade oder dein Knie hältst. Schau nach rechts, kurz halten und zurück in den kleinen herabschauenden Hund und laufe die Hände wieder nach vorne in den herabschauenden Hund. Atme ein, hebe dein rechtes Bein lang Richtung Decke an, ausatmen, Knie zur Brust und dein Fuß zwischen die Hände. Drehe deinen hinteren Fuß so, dass die Zehen nach links zeigen, sodass du dich nach oben aufrichten kannst in den Krieger 2. Dein hinterer Fuß liegt parallel zum Mattenende. Wir wollen auch hier in eine Bewegung. Dafür darfst du die rechte Handfläche nach oben zeigen lassen und die hintere Hand, die linke Hand, nach vorne ziehen. Ausatmen, lass den Arm weiter nach unten kreisen, zurück nach hinten. Und noch einmal, den linken Arm nach vorne zur rechten Handfläche, nach unten und nach hinten richte dich auf, atme ein. Ausatmen, zieh den Arm nach vorn und nach unten. Und nach hinten in den Krieger 2.
Und ein letztes Mal, zieh den Arm lang nach vorn und nach unten kreisen lassen, richte dich auf. Und lasse die Arme nach unten rotieren, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Nimm hier einen Atemzug und roll dich langsam nach vorn in die Plank. Dein Weg zur Matte in Chaturanga oder ablegen. Einatmen in den heraufschauenden Hund oder kleine Kobra. Atme aus in den herabschauenden Hund. Wir machen weiter mit links. Und dafür darfst du dein linkes Bein lang Richtung Decke anheben. Atme aus. Bringe dein linkes Bein nach vorn zwischen die Arme. Dein hinterer Fuß wird abgelegt. Rotiere nach oben in den Krieger 2. Bleibe aufrecht im Oberkörper. Bauch ist fest. Schau nach vorne. Und gehe nun erneut mit mir in die Armbewegung. Zieh diesmal den rechten Arm lang nach vorne zur linken Hand. Ausatmen. Nach unten, hinten kreisen lassen, einatmen. Ausatmen, Arm nach vorne, unten, hinten kreisen lassen, Krieger 2. Noch einmal, zieh den Arm lang nach vorn, lass ihn nach unten kreisen und kurz bleiben. Ein letztes Mal den Arm nach vorn, ausatmen und zurück, Krieger 2, einatmen. Bringe die Hände zurück zur Matte. Schieb dich in den herabschauenden Hund. Und roll dich dann ganz langsam nach vorne in die Plank. Finde auch hier wieder deinen Weg zur Matte. Entweder ausatmend ablegen oder Chaturanga. Einatmen, herabschauender Hund oder kleine Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Hüpfe oder laufe nach vorne an den Anfang deiner Matte. Atme aus in die ganze Vorbeuge, sinke tief Richtung Knie. Atme ein in die halbe, zieh dich in die Länge und langsam roll dich ins Stehen, Tadasana. Für den Krieger 1, verlagere dein Gewicht auf dein rechtes Bein. Mache mit deinem linken Bein, mit deinem linken Fuß einen Schritt nach hinten und beuge dein rechtes Bein. Zieh die Arme lang nach oben, die Hüfte ist nach vorne ausgerichtet. Öffne dich mit deinen Armen nach hinten, zieh die Ellbogen zurück. Tief einatmen, Bauch ist fest. Schau nach oben, öffne dich noch etwas mehr, zieh die Arme nach hinten. Atme aus, bring die Handflächen zueinander. Lass dir nur noch den Zeigefinger nach oben zeigen und zieh dann die Arme nach hinten. Öffne dich noch mehr im Oberkörper. Bleibe stabil in den Beinen. Zieh dich noch etwas mehr zurück. Atme noch einmal tief ein. Halte. Und langsam wieder aufrichten. Kehre zurück nach vorn. Atme ein, zieh die Arme lang nach oben, bring die Handflächen zueinander. Atme aus, Hände vors Herz, Samasthiti. Verlagere nun dein Gewicht auf dein linkes Bein. Bringe dein rechtes Bein nach hinten, Krieger 1. Bleibe nach vorn ausgerichtet, die Arme nach oben. Bleibe nach vorne ausgerichtet, dein hinterer Fuß ist leicht schräg abgelegt. Zieh die Arme lang nach oben. Bilde eine stabile Basis mit deinen Beinen, Bauch ist fest. Und öffne dich auch hier wieder mit deinen Armen, zieh die Ellbogen nach hinten. Öffne dich im Oberkörper, Schultern. Tief einatmen, zieh dich noch etwas mehr nach hinten, öffne dich noch etwas mehr, schau nach oben. Und ausatmen, bring die Handflächen zueinander. Verschränke die Finger ineinander bis auf die Zeigefinger, die zeigen nach oben. Und zieh dann die Arme, die Hände zurück nach hinten.
für einen kleinen Herzöffner im Krieger 1 und lösen. Kehre zurück nach vorn in Tadasana. Atme ein, zieh die Arme lang nach oben, ausatmen, Hände vors Herz, Samasthiti. Und noch einmal einatmen, zieh dich in die Länge, ausatmen, beug dich nach vorn in die ganze Vorbeuge. Atme ein in die halbe, langer und gerader Rücken. Lege die Hände auf der Matte ab und laufe nach hinten in die Plank-Position. Noch eine letzte Vinyasa. Lass dich Richtung Matte absinken, ausatmen, einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund, schau nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Lege sanft die Knie auf der Matte ab. Setz dich in einen bequemen Fersensitz oder auch Schneidersitz. Schließe die Augen, richte dich auf, entspanne die Schultern und lasse sanft deinen Kopf kreisen. Ein paar Mal nach rechts und ein paar Mal nach links. Lasse so ganz langsam die Praxis ausklingen. Und wenn du fertig bist, dann darfst du mit mir noch einen letzten tiefen Atemzug nehmen, die Arme lang nach oben ziehen, die Handflächen zueinander, ausatmend die Hände vors Herz. Ich bedanke mich bei dir, dass du deine Praxis mit mir teilst, von meinem Herzen zu deinem Namaste. Und schau gerne auf meinem Kanal vorbei, da findest du weitere wunderschöne Yoga-Flows, da findest du ganz bestimmt was für dich. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen. Lass mir gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da.